Der Gera Hauptbahnhof ist ein bedeutender Bahnknoten im Osten Thüringens. Hier treffen Nord-Süd-Verbindungen wie die Strecke von Leipzig nach Saalfeld, Hof oder Plauen auf die West-Ost-Verbindung Erfurt-Chemnitz, auch als Mitte-Deutschland-Verbindung bekannt. Der Bahnhof entstand im Jahr 1859, seine heutige Halle erhielt er im Jahr 1911. Der letzte Umbau erfolgte im Jahr 2007. Der Bahnhof ist zwar ein wichtiger Knoten, besitzt allerdings bis heute keine Oberleitung. Erst in den nächsten Jahren soll bis voraussichtlich 2028 die Bahnstrecke Weimar-Gößnitz elektrifiziert werden. Dadurch wird auch wieder regelmäßiger Fernverkehr auf dieser Strecke stattfinden. In der Vergangenheit wurde der letzte Fernverkehr im Jahr 2000 eingestellt. Abgesehen des wenig erfolgreichen Interconnex von 2002 bis 2006 kehrte der Fernverkehr erst im Jahr 2019 zurück, in Form von drei täglichen Zugpaaren von Gera aus über Erfurt nach Nordrhein-Westfalen, wovon ein Zug allerdings bereits in Kassel endet. Die Züge verkehren in einem 6-Stunden-Takt um kurz nach 6, 12 und 18 Uhr ab Gera. Da Gera, wie angesprochen, eben noch keine Oberleitung besitzt, werden die Züge bis Gotha von Dieselloks der Baureihe 245 gezogen. Nach der Elektrifizierung soll dann eine 2-stündige Fernverkehrslinie über die Strecke fahren, die, Stand dritter Entwurf des Deutschlandpaktes, Aachen mit Chemnitz verbinden wird. Aber zurück zur Gegenwart. Die wohl wichtigste Verbindung in Gera ist die Strecke nach Erfurt. Hier verkehren die beiden 2-stündigen Linien RE1 Göttingen-Glauchau und RE3 Erfurt-Altenburg mit Zugteil nach Greiz, die sich zwischen Erfurt und Schmölln zum Stundentakt ergänzen. Hier verkehren Dieseltriebwagen der Baureihe 612, die aufgrund ihrer Neigetechnikfähigkeiten deutliche Fahrzeiteinsparungen auf den befahrenen Strecken erzielen können. Westlich von Gera verkehren in der Regel 2 bis 3, in der HVZ sogar vereinzelt 4 Triebwagen. Östlich bzw. südlich von Gera ist es in der Regel nur einer. In Gera wird damit nicht nur der RE3 geteilt bzw. vereinigt, sondern auch der RE1 um Zugteile erweitert bzw. verkürzt. Der RE3 wird dreimal am Tag die bereits angesprochenen Intercity-Züge ersetzt, die dann bis Erfurt mit Nahverkehrstickets nutzbar sind. Die 612er verkehren in diesen Stunden dann nur zwischen Gera und Altenburg bzw. Greiz. Die Züge der Linien RE1 und RE3 treffen sich in Gera immer um die volle Stunde. Sie bilden dort einen Taktknoten mit den Linien RE12, RB13 und RB22 der Erfurter Bahn, wobei die Anschlussbeziehungen Leipzig-Altenburg bzw. Glauchau in beide Richtungen knapp verfehlt werden. Die drei Linien verkehren alle im 2-Stunden-Takt. In der einen Stunde verkehrt ein RE12 Leipzig-Saalfeld mit meist 2 Triebwagen der Baureihe 650, wobei zwischen Gera und Saalfeld je nach Wochentag auch nur ein Triebwagen unterwegs sein kann. In der Regel ist die Linie in Saalfeld umsteigefrei auf die RB32 nach Blankenstein durchgebunden. In der anderen Stunde verkehren die Linien RB13 Leipzig-Hof und RB22 Leipzig-Saalfeld, die bis Weida vereinigt verkehren. Meist besteht die RB13 aus 2 und die RB22 aus einem Zugteil. Zwischen Leipzig und Weida entsteht durch die Überlagerung der Linien ein Stundentakt. Die Linien werden von der Erfurter Bahn, kurz EB, betrieben, die im Betriebwagen der Baureihe 650 aufwartet. Ebenfalls mit 650ern verkehrt die RB4 über Greiz und Plauen nach Weischlitz, die im 2-Stunden-Takt verkehrt und sich bis Greiz mit dem RE3 zum Stundentakt ergänzt. Sie wird allerdings von der Vogtlandbahn betrieben. Auch sie ist in den Taktknoten mit den anderen Linien integriert. Hingegen nicht in diesen eingebunden ist die RB21 nach Erfurt, die im 2-Stunden-Takt verkehrt und von Montag bis Freitag bis Weimar zu einem groben Stundentakt verdichtet wird. Auch hier verkehrt die Erfurter Bahn mit ihren 650ern, meist 2 bis 3, im Berufsverkehr sogar in Vierfachtraktion. Außerdem verkehrt am Gera Hauptbahnhof noch die Straßenbahnlinie 1 der Gera Straßenbahn. Zuletzt sei noch eine betriebliche Besonderheit in Gera angesprochen.
Um den Hackknoten mit seinen knappen Anschlusszeiten zu ermöglichen, muss zwischen Gera und Wolfsgefährt eine sehr enge Zugfolge hergestellt werden. Um dies zu ermöglichen, teilen sich die Züge dort auf beide Streckengleise auf und verkehren so einige Kilometer planmäßig im Gegengleis.